No to kia tako? A si te, hej. Hat den Deutschen Liebe zu den Indianern ins Herz gepflanzt und das wirkt bis heute nach. Das fragen sich viele, warum spielen die Deutschen so gerne Indianer? Das hat sich alles so ein bisschen auf Deutschland verdichtet, ne? Und dass es schon ein bisschen merkwürdig ist, warum nun ausgerechnet hier? Doch, wir haben die was, was man nicht beschreiben kann. Und ich denke, andere Naturvölker gibt es zwar auch, aber die haben das eben nicht, was die haben. Das ist manchmal wie bei einer Frau, die hat eben, was die andere nicht hat. Das Besondere ist einfach, dass dieses Hobby, nennen Sie jetzt mal Hobby, bei vielen ist es mittlerweile eine Lebenseinstellung, einfach noch die alten Werte verkörpert. Diese Leute, die das sagen, kennen Indianer meistens nicht persönlich und sie waren auch noch nie in Amerika. Das heißt, diese heutige Lebensrealität kennen sie nicht. Ja, bei Jungs sagt man, okay, also ab 10 Jahre so spielt man nicht mehr Indianer. Lass das mal mit den sogenannten echten Indianern. Viele von denen sind auch außen rot und innen weiß. Viele, die außen weiß sind, sind innen rot. Das Problem ist ja auch, die nehmen sich ja dann teilweise auch weiße Frauen und sowas. Also das, ich meine, das passt dann einfach nicht. Sie zerstören damit ihr Volk. Und wir sollten es auch langsam kapieren, dass ein Indianer nicht dauernd mit langen Haaren und Federn im Haar durch die Gegend reitet, sondern dass er mit irgendwelchen verrotteten Trucks durch die Prärie fährt. Ja klar, es hat sich überlebt. Sie fahren, sicherlich fahren sie Autos und kämpfen mit dem Alkohol. Wir sind mit Karl May alle groß geworden. Und so diese Verbundenheit mit der Natur, wie die Indianer am Ende mit der Natur gelebt haben, das Schicksal, was sie erlebt haben, ja, was uns sicherlich alle irgendwo berührt hat. Ja, auf jeden Fall bin ich da schon ein bisschen Fan. We were here once for fashion and then we're seeing all these kids running around with war bonnets and it's like, why do they do that? You know, people paint their faces red and if somebody were to do that in America, especially with the, they call it the blackface, where, you know, people used to portray African-American people by painting their face, and it was very disrespectful. And if you do it today, but if somebody does that to Native people, then it's, yeah. They had took everything away, now they're taking our culture away. In our terms of English, we call them wannabes, the wannabe tribe. War mehr eitel wie eine Frau. Der musste immer sich ansehen, damit er bei den Frauen oder bei den anderen gut ankommt. Indianer war das Eitelste, was es gibt. Eine Frau sah bei Indianer immer einfach aus. Als Kind hat er mal Cowboy-Indianer gespielt. Ich habe mich immer schon für die Indianer entschieden, weil das immer das unterdrückte Volk waren. Und früher habe ich Indianer gespielt. Jetzt versuche ich so wie die zu denken. Natürlich ist ein was, das man Indianer nicht werden kann. Genau wie die nicht Deutsche werden können. Irgendwie haben die was, was eine bestimmte Mystik ausstrahlt, die irgendwie, ich denke, manchmal übersinnlich ist. Und was für mich sehr
Beeindruckendes. Das heißt Natur und alles, was da drum ist. Und ich denke, der Natur wird uns am Ende entweder schützen oder umbringen. Zu DDR-Zeiten oder zur Wende war es so, oder nach der Wende oder vor der Wende haben wir uns so durch Bücher oder Illustrierten und alles, was so reingesickert ist. Irgendwas gibt es hinter der Mauer, es gibt noch was anderes, was man eigentlich sehen muss. Fünf Jahre bin ich in den Taucher, im Taucher gewesen, hier im Taucher bei Leipzig, wo Taucher noch zu DDR-Zeiten nach Leipzig gehört hat. Nach den fünf Jahren, wo ich im Taucher war, die zweite Elsegruppe von Ostdeutschland ist in eine andere Gruppe gegangen, weil das waren zu viele Mitglieder, das waren ungefähr 45 bis 46 oder 50 Mann. Und dann hat sich das geteilt, das Ganze. Okay. Das ist ein Unterstamm von den Mandan zum Beispiel, die hier in Taucher, die stellen die Mandan dar. Man sagt, dass früher die Wikinger dort oben gewesen sind. Und wir haben dann einen Unterstamm, das heißt, wir haben uns zwar von der Gruppe getrennt, sind aber in dieser Gruppe aufgewachsen, also Taucher. Es gab schon Indianer, oder zu denen wir Stickereien hingeschickt haben und das, die wussten das nicht mehr, weil die aus den Reservaten raus waren, wie es eigentlich gestickt wird. Und da haben die damit angefangen, das wiederzufinden. Das ganze Indianerwesen hat ja angefangen mit Karl May, das wollen wir nicht vergessen, auch wenn viele Filme kacke sind, aber ich denke, das hat damit angefangen. Viele Indianer sagen ja, dass das einzige Volk ist, oder von Weißen, die denn heilig sind, also weil die sich am meisten mit denen beschäftigen, obwohl die ja eigentlich unterm Neger noch stehen und deshalb kommen auch vielleicht viele her und freuen sich eben drüber, dass sie dort sind. Annette, schon da? Noch nicht? Machen Sie doch Geburtstag vor. Wir suchen noch, aber wir fangen schon mal an. Also wer den drei Geburtstagslieder gerne gratulieren möchte, der... Ja, okay, sind Freunde sind das. Bin ich nicht mehr, leider nicht mehr im Verein. Das heißt also, natürlich Indianer sind mir mein Leben, sagst du mal so. Das ist also mein erstes Leben ist, wenn ich auf Arbeit gehe. Mein zweites ist das, was mir im Kopf hängt. Dann haben wir noch eine nette Stichwort. Die hat auch Geburtstag. Was würden wir sagen, wenn ein Indianer uns als Deutsche nachmacht? Auf einer Seite gut, auf der anderen Seite so. Aber viele denken schon so, was ich manchmal auch sage, die denken schon, sie sind Indianer. Das steckt dann mit, nach 30 Jahren oder 5, wie rum auch noch. Da steckt bei denen so drin, die denken, die sind's. Vielleicht manchmal bei mir auch. Ich weiß es nicht. Findet einmal im Jahr ein großes historisches Indianerlager statt. Das ist die Wieg. Das ist das größte historische Lager in Deutschland überhaupt. Mit über 400 Tippis und über 1000 Leuten.
Die Wieg wird vom Wiegbund organisiert und von einem Verein an dem Ort, wo sie stattfindet. Aber größtenteils sind es wirklich Hobbyisten, was auf der Wieg ist. Die sogenannten echten Indianer, ich höre den Begriff nicht gerne. Die Nordamerikaner sagen Natives in Mexiko, die möchten als Indigenes bezeichnet werden. Ich begegne den Dingen auch immer wieder und ich spreche dann auch mit den Leuten und sage, ja du, lass das mal mit den sogenannten echten Indianern. Viele von denen sind auch außen rot und innen weiß. Viele, die außen weiß sind, sind innen rot. Ich habe mir ein Leben lang Tänze der Völker und der Welt auf die Fahnen geschrieben. Und habe auch auf vielen Märkten und anderen Veranstaltungen gearbeitet. Und bin irgendwann von einer Freundin zu einem Power eingeladen worden. Das war damals das erste Power in Eschwege. War noch von der NAOG organisiert und sollte eine Ehrung der deutschen Wiedervereinigung sein. Ist von Spielen dann mehr in die Ernsthaftigkeit reingerutscht. Am Anfang interessiert man sich ja natürlich erstmal für Helden, sage ich jetzt mal, der heroische Indianer, der eben über die Wiese reitet. Wir haben einen Querschnitt in der Hobbyszene, wo wir vom Arbeitslosen bis zum Superreichen halt und von alt bis jung halt sind. Und es gibt viele, die sagen, okay, jetzt gucke ich mir das auch drüben mal halt an. Einige sind erschrocken und kommen verstört dann wieder, so nach dem Motto, Mensch, die leben ja wirklich nicht mehr in den Zelten. Ja, muss man wirklich sagen halt. Und dann schmeißen viele auch das Hobby hin. Andere verändern sich. Ja, es gibt wirklich solche Leute, die ja sich ein Bild aufgebaut halt haben und das plötzlich dann auch nicht mehr dem entspricht oder was man auch einfach nicht rechtfertigen kann vor sich selbst. Man muss solche Sachen ja auch immer vor sich selbst eben rechtfertigen. Als kleines ostdeutsches Kind habe ich als Indianer eben gespielt und da hat mich damals nicht Aborigines und sonst was halt interessiert. Und so ist es gewachsen. Die Hobbyszene war auch gut gefüttert durch die ganzen Filme von, sage ich jetzt mal, Winnetou, aber eben auch in Ostdeutschland eben durch Gojko Mittic. Eine große Fangemeinschaft gibt es natürlich auch für Karl May, für die Bücher, wo eben auch früh über Patty Frank eben ein Club entstanden ist, in Radebeul, der erste, den es eigentlich hier in Ostdeutschland halt gab. Und man ist einfach dabei dann geblieben. Der Mainzer Adelsverein gründete sich, um Einwanderern aus Deutschland die Möglichkeit zu geben, nach Amerika auszuwandern, in das Gebiet des heutigen Texas. Es war traditionelles Gebiet der Comanchen. Beide Völker traten dafür ein, Mischehen einzugehen. Baron Meusebach sagte wörtlich, dass die rote oder die weiße Farbe der Haut nichts darüber aussagt, welchen Wert ein Mensch hat und dass ihm seine roten Brüder genauso viel wert sind wie seine deutschen Brüder. Meusebach und die Comanchen handelten einen Friedensvertrag aus und das war nicht nur ein Friedensvertrag, das war ein Freundschaftsvertrag. Solche Verträge gab es viele in den USA. Das Einzigartige an diesem Vertrag ist aber, dass es der einzige Vertrag ist zwischen Europäern und Indianern, der von europäischer Seite niemals gebrochen wurde. Noch heute feiern am 2. Mai-Wochenende die Nachfahren der deutschen Einwanderer und die Comanchen
in New Braunfels in Texas zusammen das Freundschaftsfest. Aus diesem Grunde sind auch die Deutschen, wenn sie heute zu den Comanchen kommen, noch immer sehr beliebt. Texas 1869. Hermann Lehmann war das Kind deutscher Einwanderer und lebte mit seinen Eltern bei Fredericksburg. Eines Tages wurden sie von einer Gruppe von Apachen überfallen und diese Apachen entführten Hermann. Er wurde dort allerdings nicht schlecht behandelt, im Gegenteil. Canoviste, ein Unterhäuptling der Mescalero-Apachen, adoptierte ihn als Sohn. Eines Tages wurde Hermanns Adoptivvater allerdings von einem Medizinmann einer anderen Apachengruppe ermordet. Und das musste mit Blut gerecht werden. Hermann ermordete den Mörder und musste danach fliehen. Er versteckte sich ein ganzes Jahr lang alleine in einem Canyon. Als er jedoch merkte, dass andere einheimische Gruppen durch diese Gegend streiften, fasste er den Entschluss, sich den Comanchen anzuschließen. Und aus Hermann, weißer Junge, der Apache, wurde jetzt Hermann Montequena, der Comanche. Er nahm also jetzt eine dritte Identität an. Ein Offizier der US Army fand ihn schließlich, denn er sah, dass aschblonde Haare unter seine Kappe hervorlugten. Hermann hatte das wilde und freie Leben gelebt, Pferderitte über hunderte Kilometer zurückgelegt, gegen Mexikaner, Texaner und die US Army gekämpft und Bisons gejagt und hatte nicht vor, das Leben eines puritanischen Bürgers zu führen. In seiner zweiten Lebenshälfte war er Treckführer, der Trecks in den Westen leitete. Erst mit 60 beschloss er, mit seiner zweiten Frau dann sesshaft zu werden, wurde Farmer und zeigte sich dann auch mit Schlips und Hemd. Wir haben eine Briefmarke vor. Ja, haben wir Briefmarke. Und wir antworten auch. Dann lass ich mir mal was einfallen. Okay. Danke, tschüssi. Schönen Tag hier. Hallo, guten Morgen. Just to let you know, Antje, Vivi already made 70 Euro. Okay, I'll make 10. This question has been, I've thought of it a lot since I've been here. And I've been here now for almost 15 years. The romance of the outdoors, which the German people have had for a long time. Of what I've heard from people, and they always refer to this romantic idea of how the Indians long ago respected nature and how they love nature. I think it's really part of German culture now that the love for the romanticism of Indian people and how they respected respected their nature. I think that's really embedded in the German thinking of today. Der Verlag Zwei Welten Fachverlag beschäftigt sich mit dem Thema Indianer und setzt dieses Thema um für Kinder. Da ich selber aus einer deutsch-indianischen Familie stamme und einen Indianer geheiratet habe, habe ich die Möglichkeit, viele Kontakte zu indianischen Pädagogen zu knüpfen und diese in diese Arbeit einzubeziehen. Seit 1890 gibt es für Kinder in Deutschland das Indianerspielen draußen im Wald. Pfeil und Bogen und Tomahawk schwingen mit Lasso, jemanden an den Baum. Vorher gab es das nicht. Und es gab natürlich deutsche Autoren, die dieses Thema publik gemacht haben. Gerstecker ist ein Name, aber Karl May. Und der hat das richtig populär gemacht, dieses Thema, mit sehr viel Fantasie ausgeschmückt. Und er hat ja dann auf seinen Reisen einmal durch den Orient und auch dann nach Amerika Depressionen bekommen und Zusammenbrüche, weil seine Fantasiegeschichten zu sehr weit weg, also zu weit weg mit der Realität waren. Ein Grund für die deutsche Indianertümelei war,
dass viele deutsche Auswanderer im 19. Jahrhundert in die USA gezogen sind und dass ihre Verwandten, die daheim geblieben waren, etwas von diesem Westen Amerikas über Postkarten, Briefe und Kalender mitbekamen, ohne selber da zu sein. Sie entwickelten daraus ihre eigene Fantasiewelt und erfüllten damit ihre Sehnsucht, die sie damals in Deutschland hatten, im wilhelminischen Kaiserzeitalter. Sinnbild war der Indianer als freier, edler Wilder, der durch die Wälder tobt, etwas, was sie in den Wäldern Sachsens oder Thürings danach spielten. Und derjenige, der dieses Bild in der Fremde am besten symbolisierte, war der amerikanische Germane, dieser edle, rote Ritter Winnetou. Geformt hat das im Wesentlichen Karl May. Auch sein Vorgänger, Fenimore Cooper, landete mit Lederstrumpf und der letzte Mohikaner absolute Bestseller. Mein Name ist Karl May und zum 100. Todestag oder zum 170. Geburtstag habe ich es mir nicht nehmen lassen, wieder aufzuerstehen und der ganzen Sache beizuwohnen. Wir wollen gar nicht viele Worte verlieren. Es gab eine regelrechte Indianermanie damals in Deutschland, als Karl Hagenbeck in den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts sogenannte Völkerschauen inszenierte, brachen die Tribünen fast zusammen. Die Oglala Sioux-Indianer waren besonders beliebt. Sie zogen 10-mal so viele Besucher an wie alle anderen Völkerschauen insgesamt. Liebe Bleichgesichter, herzlich willkommen in Little Tombstone. Es ist irrevoll und es ist für uns alle ja eigentlich nicht überraschend, aber trotzdem erstaunlich, 21 Jahre, das ist irre. Das sind 250 Monde. Wir sind total happy, lasst es mich so sagen, dass so viele gekommen sind. Also nochmal, herzlich willkommen in Radebeul. Toll, wir freuen uns. Karl May hatte Geburtstag, 150. Das war 1992. Und Radebeul ist ja die Stadt, wo Karl May gelebt hat, viele, viele Jahre, wo er wichtige Bücher geschrieben hat, wo er dann auch seine berühmte Villa sich hat bauen lassen, als er dann reich war. Und Radebeul ist die Karl-May-Stadt. Und nach der Wende gab es dann die Gelegenheit, sich auch dazu zu bekennen. Also gab es dann das erste Karl-May-Fest zum 150. Geburtstag. Bei mir ist es so, dass ich als Kind natürlich fasziniert war von der Welt der Indianer und der indianischen Kultur. Und habe auch die einschlägigen Bücher gelesen, die es zu DDR-Zeiten so gab halt. Ne? Das war ja nicht Karl May, sondern das war Cooper. Das war Lieselotte Welskopf-Heinrich. Wir freuen uns ganz besonders, dass in diesem Jahr wieder Devlin und Maurice Smalllegs von den Blackfeet mit ihren Familien da sind. Herzlich willkommen, welcome in Radebeul.
hat ja sehr viel geträumt und hat alle möglichen Geschichten erfunden. Und ich denke schon, als er hier durch den Lösungsgrund gewandert ist, das hat er ja auf alle Fälle gemacht, da hat er sicherlich sich gedacht, naja, könnte ich auch mal meine Indianer hier einladen, aber es war ihm nicht vergönnt. Und wir machen das jetzt in seinem Namen, denke ich. That's why you shall dance the dance. Dark clouds, dark clouds in the sky. Dark clouds, dark clouds in the sky. In der Nachwendezeit hat man erkannt, es ist eine unterschiedliche Indianerkultur, die da entstanden ist, auf der Ostseite und auf der Westseite. Im Osten war vieles knapp, ja, sowohl an Informationsmaterial als auch an reinen Materialien wie Leder, Perlen, sowas alles. Ne, das war halt knapp und man war ständig auf der Jagd nach diesen Dingen. Ja. Ich bin ins Erzgebirge gefahren, um halt alte Perlen da zu ergattern. 1990, zur ersten gemeinsamen Week, kamen dann auch immer Händler. Die brachten uns das aufs Lager. Ja, wir brauchten gar nicht mehr rumrennen. Ne? Big Bear damals noch, ein großer Händler, der hat uns dann die Segnungen des Indianerhobbys aus dem Westen gebracht. Ja. Was rennst denn du hier in den Füßen rum, sag mal? Ich war mal zum Asbach-Powwow. Da wurde am Sonnab nichts anderes gemacht außer Ehrung. Ja? Genau. Ehrung, Honoring. Und da habe ich gesagt, nö, mit uns nicht wieder. 1990 gab es schon einige, die dann so auf uns herabgeblickt haben. Ne? So Tschechen-Perlensticker und sowas alles. Ne? Das war mal ein bisschen, naja. Und plötzlich wurde der ein guter Indianer-Hobbyist, der das Geld hatte, um sich das alles zu kaufen. Ja? Die tollen Bücher. Ja? Wow, hier steht's jetzt richtig. Ne? So wurde es gemacht. Was ihr gemacht habt, das war alles falsch. Ne? Die Lieder, ne, dann kam die erste Trommelband, ne. Ihr singt alle falsch. Ihr singt ja auf dem Schlag. Das ist ja Quatsch. Das ist ja, ne. Ich weiß nicht, ob arrogant das richtige Wort ist, aber, vielleicht tue ich den Leuten damit auch, sie haben uns gezeigt, so wie wir bisher Indianer gespielt haben, war es nicht richtig, ne. Es gab tatsächlich Leute, die haben zugegeben, sie spielen Indianer. Ja. Wir spielen Indianer. Ne? Wir sind keine Indianer. Na gut, das haben wir auch für uns auch nicht angenommen. Aber für uns spielte immer so dieses Annehmen, dieses Einverleiben von bestimmten Dingen, auch wenn es klischeehaft war. Dann, sag mal bitte, ich würde gerne den Namen lesen. Ach, da haben wir einen Nick Appels. Wo ist er? Da ist er, ja. Ihr beide habt hier heute gewonnen und seid Champions beim Tiny Tours und seid die ersten Sieger hier beim 24. Winterpowwow. Herzlichen Glückwunsch! Thank you.
meisten Gruppen auch im Westen Deutschlands sind meistens so gemischte Gruppen, ja, wo halt ein paar Indianerinteressierte mit dabei sind, ein paar Cowboys, ein paar Squad. Hier bei uns eher schön getrennt, ja. Und ja, deswegen denke ich mal, ist Ostdeutschland eher so ins Indianerland. Ja. Powwows zum Beispiel. Nach meinem Wissen hat das erste deutsche Powwow, was also rein von Deutschen organisiert wurde, auch hier in Hunolnhof stattgefunden. Also ich habe bis jetzt noch nichts anderes gehört. Es gab auch vorher Westdeutschland schon Powwows, allerdings wurden die da auf den Militärbasen ausgerichtet. War ich selber auch schon zu so einem Powwow in Schweinfurt da auf so einer Militärbasis von der US-Army, ne? Und es wurde dort halt von den Indianern, die dort stationiert waren, ausgerichtet. Das ist ein Smoke Dance. Und den wird man wahrscheinlich schon in den Winnetou-Filmen vermissen. Erstens, Winnetou spielt ja im Apachenland, der fährt mit dem Kanu durch die Gegend wie im Waldland. Irgendwo stehen Totempfähle wie an der Nordwestküste. Und Winnetou selber hat eine Dakota-Kleidung an. Also solche Filme sollten Sie sofort streichen, wenn Sie an Indianer denken. Denken Sie bei Winnetou-Filmen eher an Märchen. Das passt dann besser. Fancy Men and Women. Hopp, geil, ab geht er. Eine Geschichte möchte ich noch erzählen. Als ich vorhin dort an den Bänken vorbeigegangen bin, hat mich so ein kleiner Stippi angesprochen. Was hast denn du unter dem Lendentuch? Habe ich gesagt, schick doch mal deine Mama vorbei, die kann mal nachgucken. Schöne Nacht noch und viel Spaß. Tschüss.